Da der Prozessor, der im Mainboard fest verankert ist, leider etwas fehleranfällig ist und es wichtig ist, dass man öfter mal Wärmeleitpaste aufträgt, beziehungsweise wenn er zu warm wird, das auf jeden Fall mal kontrolliert, müsste man den Kühler entfernen. Und wie man das in diesem System macht, zeige ich euch hier. Leider ist der Kühler nicht einfach mit Schrauben befestigt, sondern er hat ein besonderes Befestigungssystem und um es loszuwerden, muss man erst einmal den Lüfter entfernen mit den vier Schrauben beim Kühler. Den muss man natürlich auch reinigen, falls er verschmutzt ist. Und anschließend entfernt man alle Schrauben vom Mainboard. Das sind bei diesem Mainboard hier vom IMEDIA S2110, ich glaube insgesamt vier Stück. Sobald die Schrauben alle entfernt sind, geht es darum, die ganzen Kabel vom Mainboard zu lösen, damit man es nachher ohne Komplikation auch herausnehmen kann. Und hier sieht man, wie der Kühler festgehalten wird am Motherboard. Das sind Plastikpins, die da einfach wie eine Klemme funktionieren. Und um sie rauszukriegen, nehme ich eine kleine Zange, drücke sie ein und gehe dann mit dem Finger dagegen, sodass sie hier unten rausploppen. In dieser Zeit halte ich hinten den Kühler fest, damit er nicht einfach unkontrolliert irgendwo runterfällt, sodass man Beschädigungen vermeidet. Hier kann man es ganz genau sehen, mit der Zange von beiden Seiten hineinkneifen, mit dem Finger rausdrücken und schon ist die halbe Arbeit getan. Wenn der Kühler entfernt ist, kann man nun an den Prozessor ran, kann zum Beispiel die Wärmeleitpaste austauschen, am Kühler selbst auch die ganzen Reste abkratzen und schon kann man alles warten und wieder auf Vordermann bringen, falls es nötig ist. Und so installiert man den Kühler wieder. Man setzt ihn einfach an die passende Stelle und drückt dann die Pins von der anderen Seite des Motherboards wieder hinein, sodass sie auf der anderen Seite, wo man sie vorher rausgedrückt hat, wieder hineinploppen. Man muss jetzt natürlich den ganzen Prozess wieder rückgängig machen, also alle Kabel wieder einsetzen, den Lüfter wieder einbauen, nicht vergessen, an den Strom anzuschließen. Und der Lüfter, der ist leicht versetzt. Man sieht dann aber im Kühler das Gewinde der Schrauben, sodass man dann wieder passend alles einsetzen muss und wieder festschrauben muss. Ich hoffe, das war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.